Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über die Frage, ob es mehr Türen oder Räder auf dieser Welt gibt. Zuerst über mich, ich bin Schweizer und ich werde diese Diskussion ein für alle Mal beenden. Wo gibt es viele Türen? Natürlich in Häusern, Küchen, Badezimmern, Autos, Schließfächern, Einkaufsläden, Umkleidekabinen, extrem viele Türen und in allen Containern auf dieser Welt. Hier noch weitere Orte, wo es auch viele Türen gibt. Anhand von diesen Informationen ist es ganz klar, Team Doors gewinnt. Nicht, denn jeder Homo sapiens sapiens, der einigermaßen normal denken kann, weiß, dass es viel mehr Räder als Türen auf dieser Welt gibt. Zum Beispiel in Autos, Spielzeugautos, Bürostühlen, Koffern, jegliche mechanische Maschinen, Zügen, jegliche logistische Lager, Uhren, Rasenmäher und natürlich in Lego-Technik. Hier sind noch weitere Orte, wo es Räder gibt. Eines haben wir noch vergessen, dich, denn du bist immer das dritte Rad am Wagen. Rad am Wagen. Rad am Wagen.